Grüß Gott und hallo. Mein Name ist Dr. Christoph Metzler. Ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen begrüße ich Sie. Ich spreche über das Thema Brechdurchfall oder, wie wir Mediziner sagen, Gastroenteritis oder, wie die meisten diese Erkrankung kennen, unter dem Namen Magen-Darm-Grippe. Diese Erkrankung gehört zu den häufigsten Erkrankungen, wegen der mir Kinder in der Sprechstunde vorgestellt werden. Entsprechend wichtig ist das, was ich Ihnen jetzt zu sagen habe und in den beiden folgenden Videos darüber. Bei der Magen-Darm-Grippe handelt es sich um eine Infektionskrankheit. Wenn Sie so wollen, eine Erkrankung wie der Schnupfen, nur nicht die Nase betreffend, sondern den Magen-Darm-Trakt betreffend. Entsprechend ist diese Erkrankung sehr ansteckend, hauptsächlich über die Hände, und deshalb ist die Handhygiene bei dieser Erkrankung ganz besonders wichtig. Das muss nichts Besonderes sein, Sie brauchen kein Sterilium oder etwas, es reicht die Seife und die Behandlung mit Wasser. Meistens sind es Viren, die hinter einer Magen-Darm-Grippe stecken, und deshalb auch dieser Begriff Grippe, obwohl es nicht die Grippeviren, sondern die Magen-Darm-Grippeviren sind. Wenn der Magen krank ist, wie der Name sagt, dann entleert er sich seines Inhalts, weil er nicht arbeiten mag. So kommt das Erbrechen zustande. Und wenn der Darm ein Problem hat, dann beschleunigt er die Arbeit. Das heißt, der Darminhalt wird nicht richtig verarbeitet, er wird so schnell wie möglich nach hinten befördert. So entsteht Durchfall. Und das tut weh. Deshalb haben Kinder und auch wir Erwachsene mit einer Magen-Darm-Grippe oft ziemlich starke Bauchschmerzen, und zwar meist kolikartig, so wellenförmig. Diese Erkrankung geht zwar typischerweise und meistens nur wenige Tage, aber bis diese Erkrankung tatsächlich vollständig aus dem Körper draußen ist, vergehen 1 bis 2 Wochen. Das muss man wissen, weil oftmals man sich darüber wundert, dass man auch eine Woche nach dem Brechdurchfall immer noch Bauchschmerzen hat oder der Stuhlgang ab und zu noch auffällig ist. Also damit rechnen, dass diese Magen-Darm-Grippe nicht unbedingt nach wenigen Tagen schon komplett vorbei ist. Ein Wort noch zu diesem Erbrechen. Meistens beginnt diese Magen-Darm-Grippe mit dem Erbrechen, und nach meiner Erfahrung dauert dieses Erbrechen etwa 12 Stunden, plus minus. In dieser Zeit können Sie machen, was Sie wollen. Sie können dem Darm bzw. dem Magen nicht helfen. Es ist am besten, Sie bereiten einen Eimer vor und lassen es zu, dass dieser kranke Magen sich 12 Stunden lang Zeit gibt, Auszeit gibt und sich immer wieder entleert. Normalerweise und meistens, das ist meine Erfahrung, hört dieses Erbrechen von alleine auf, etwa nach 12 Stunden. Und in dieser Zeit macht es entsprechend auch keinen Sinn, irgendetwas in den Magen hineinzugeben. Und jetzt sind wir im Prinzip schon bei der Therapie der Magen-Darm-Grippe und darüber im nächsten Video. Also 12 Stunden lang Geduld haben. Dann hat sich der Magen in der Regel erholt. Aber der Darm braucht deutlich länger. Der braucht einige Tage, bis er sich wieder an seine normale Arbeit macht. Entsprechend braucht die Magen-Darm-Grippe zunächst einmal Geduld. Die wichtigsten Grundsätze, auf was es ankommt bei der Behandlung eines Brechdurchfalls, und zwar aufgrund meiner Sprechstundenerfahrung. Was sich bei mir bewährt hat, denke ich, wird sich auch bei Ihnen bewähren. Das Hauptprinzip bei der Behandlung der Magen-Darm-Grippe ist, dass Sie verhindern, dass Ihr Kind austrocknet.